Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video. Und zwar spielen wir Maul Empire. Dieses Spiel wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt, dass ich es hier präsentieren darf. Dieses Spiel wurde entwickelt von einem kleinen Entwicklerstudio, und zwar Games Plus Plus. Und ich werde euch das heute mal präsentieren. Man kann sagen, es ist eine Art Wirtschaftssimulation, aber wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich ein Klickerspiel, falls ihr wisst, was ich meine. Also man muss immer auf bestimmte Symbole draufklicken und ja. Wir werden es uns heute mal anschauen und gucken, was wir so alles erreichen werden. Und das Spiel könnt ihr übrigens für 3,99 € auf Steam kaufen. Natürlich am besten immer direkt beim Entwickler kaufen, das ist natürlich am besten, aber falls ihr es über Steam kaufen wollt, da gibt es für 3,99 €. Schauen wir es uns an, wir werden ein neues Spiel starten und wir werden erstmal freundlich begrüßt. Das ist eine schöne Sache. Ihr könnt ja pausieren und das dann euch mal genauer durchlesen. Da steht eigentlich nur, dass sie hier das Spiel vorstellen und ja, was sie alles vorhaben. So. Wir werden uns aber mit diesem Spiel beschäftigen und wir sehen hier den Grundbildschirm, sagen wir mal so. Hier oben haben wir unsere Summe an Geld. Das ist logisch, denke ich. Und hier sehen wir die Beliebtheit bei den Kunden, also die Reputation, wenn man so will. Hier sehen wir oben die Zeit. Die gehen, also der Tag dauert 2 Minuten und die Nacht weiß ich jetzt gerade gar nicht wie viel. Und hier sehen wir Jahr, Monat und Woche. Und hier haben wir Einstellungen, Informationen und hier können wir Kredite aufnehmen. Das wollen wir aber natürlich nicht machen. Und hier sehen wir unser Gebäude und wir haben hier unten die Möglichkeiten, Sachen zu machen. Wir werden als erstes mal zum Building gehen und etwas bauen, und zwar eine ganze Hallway. Und zwar hier oben drauf. Ja. Erstmal nicht funktionieren, warum auch nicht. Oder war es Floor? Ich glaube, es war Floor. Ja, es war Floor. Okay, wie ihr seht, haben wir jetzt ein zweistöckiges Gebäude. Da werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Fahrstuhl reinbauen. Hier. Und hier. Das ist wichtig, damit wir auch genug Platz haben. Und solange wir Geld haben, sollten wir das tun. So, dann haben wir hier ein paar Sachen, die wir machen können. Das sind diese Combinations, wie sie hier heißen. Und zwar ist es so, dass hier mehrere Geschäfte zusammen zu kaufen gibt. Und zwar für den Preis von 823.000. Das Geld haben wir nicht. Deswegen werden wir da erstmal nichts machen. Wir können Werbung schalten oder Flyer verteilen. Und auch hier Investitionen in verschiedene Gruppen investieren. Wir werden uns aber erstmal hier mit diesen Blueprints, also diesen Blaupausen, konzentrieren. Da sind immer zufällig verschiedene Geschäftsarten drinnen. Und wir werden mal schauen, was wir uns da holen. Wir haben ja 100 dieser Herzen, dieser Reputation. Deswegen schauen wir mal. Ich denke, wir werden auf jeden Fall mal den Kuchenladen nehmen, also den Cake Shop. Kosten 20, da haben wir noch 80. Dann könnten wir ein 50... Hat sich ja jetzt hier wieder geändert, habt ihr ja gesehen, gerade eben war noch Butcher da. Wir werden uns einen Kaffee nehmen, also das ist, denke ich, ganz gut. Und dann haben wir noch 30, da können wir entweder Home Goods oder solche Verkaufsautomaten nehmen. Wir nehmen mal Home Goods, denke ich, passt. So, und dann fangen wir mal an, die Sachen zu bauen. Ja, momentan läuft es, wir können leider nicht pausieren, auch nicht die Zeit irgendwie schneller vergehen lassen. Das geht leider nicht. Das ist sehr, sehr schade. So, wo haben wir die Sachen? So. Wir werden erstmal einen Kaffee nehmen. 25.000 ist, denke ich, in Ordnung. Setzen es direkt hier hin. Und jetzt gehen hier unten schon die ganzen Erfolge los. Ist dann natürlich eine schöne Sache. Dann nehmen wir einen Cake Shop. Den, denke ich, können wir direkt daneben stellen. Ist eine gute Sache. Und in der oberen Etage werden wir dann diese Home Goods verkaufen. Und da kommen schon unsere ersten Kunden. Das ist eine gute Sache. Jetzt schauen wir mal, wie die sich da verhalten. Wir sehen, hier haben wir ungefähr den Stock, also wie viel wir noch da von den Produkten haben.
Verkauft sich momentan gut, ist nicht viel drin. Wir müssen jetzt hier auf diese Symbole klicken, damit die Kunden auch wirklich akzeptiert werden, damit wir hier mehr Einnahmen haben. Wenn wir hier draufklicken, da ist ja so eine Zeit gewesen, bekommen wir Geld. Und das steigern wir eben, wenn wir hier draufklicken. Da brauchen wir eine bestimmte Anzahl und dann können wir hier draufklicken. Oder nach einer bestimmten Zeit kann man auch hier draufklicken. Dann gibt es noch hier dieses Symbol. Manchmal kommen nämlich diese Symbole auch hier. Und dann können wir unsere Geschäfte aufwerten, was nicht schlecht ist. Wir sehen aber, wir haben jetzt schon nichts mehr. Ah, wir können jetzt hier, ab und zu. Wir sehen aber, es ist alles ausverkauft, ja. Da müssen wir auf jeden Fall mehr holen. Dann werden wir ein weiteres Café bauen. Aber dann hierhin und den Cake Shop direkt nebendran hier. Ja, da kommen dann direkt die Leute auch wieder. Und natürlich wieder ein paar Home Goods. Also Haushaltswaren. So, sehr schön. Da kommen wieder ein paar Leute. Das ist eine gute Sache. Ist halt momentan wenig Ware. Ist dann klar, dass das dann nicht so wunderbar laufen tut. So. Schauen wir mal hier durch, ob wir... Nein, momentan können wir nichts verkaufen. Aber vielleicht geht ja noch jemand hoch, ein paar Haushaltswaren kaufen. Sieht aber nicht so aus. Schade. Na, der erste Tag war dann noch nicht so prickelnd, aber was soll's. So, wir könnten übrigens mal schauen, was wir sonst noch haben. Sonst haben wir noch nicht wirklich viel. Viel mehr können wir auch nicht bauen. Die sind jetzt alle wieder voll. Sehr schön, wir haben Nacht, da kommt niemand. Ist ja logisch, da sind die Geschäfte geschlossen. Es ist eigentlich ein relativ einfaches Spielsystem. Man baut seine Mall, also solche Einkaufszentren, weiter aus. Immer höher, immer höher. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir das bauen können. Und müssen dann auf diese Symbole klicken und dann hier drauf, damit wir genug Geld bekommen. Ganz einfaches System. Ist auf jeden Fall für den Zeitvertreib eine ganz nette Sache. Aber dazu würde es jetzt hier kein vollständiges Let's Play geben. Ich wollte es nur einmal gerne präsentieren, wenn ich denn schon die Möglichkeit habe. Warum nicht? So. Ja. So. Sehr schön. Wäre schön, wenn wir jetzt mal so ein Aufwertungssymbol bekommen. Normalerweise kommt das auch relativ schnell. So. Wir schauen mal durch. Wenn mal hier alles mit einnehmen. Nichts mehr dabei. Da haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Profit gemacht. Ich glaube 12.000. Eine ganz gute Sache. Wir haben noch mal ein bisschen von diesen Herzen. Wir könnten eine Bar kaufen. Werden wir aber nicht tun, weil das relativ teuer ist, das weiß ich. Das kostet, glaube ich, 350.000, eine Bar zu bauen. Das würde natürlich sehr viele Leute anlocken, aber naja. Es wurde alles verkauft. Wir könnten trotzdem mal in die Werbung investieren, dann kommen mehr Leute. Und wir bauen, ja, was bauen wir denn noch? Noch ein Café. Hier unten ist dann sozusagen die eher gemütlichere Eingangshalle unserer Mall. Und dann hier oben können sie dann die wichtigen Waren kaufen. Ist, denke ich, eine ganz gute Sache. So. Das ist eine Sache, wo ich ein bisschen schade finde, dass man dann die Zeit nicht so ein bisschen schneller nach vorne drehen lassen kann. Aber... kann man drüber wegsehen. Das Spiel ist auch weiterhin in der Entwicklung, soweit ich weiß. Ab und zu kommen da Patches raus. Früher waren die Symbole nämlich nicht hier unten, sondern hier in den Geschäften drinnen. Da musste man dort draufklicken. Das war sehr, sehr umständlich nach meiner Meinung, aber naja. Hat sich ja geändert, ist ja eine gute Sache. Und das sieht aus, als gäbe es diesmal auf jeden Fall mehr Kunden. So.
Dann können wir hier mal wieder anfangen drauf zu klicken. Wie gesagt, ich wäre nicht abgeneigt, dass mal hier so ein Symbol kommt. So. Dann schauen wir mal nach. Ah, hier haben wir ein Symbol. So, zack. Und jetzt wurde es abgegradet. Das heißt, jetzt sind auf einmal 6 Waren da. Und nicht mehr 5 wie vorher. Und das ist gut. So, zack. Beim nächsten Geschäft auch so. Und wieder. Sehr schön. So, wir schauen mal nach. Na, das war ein bisschen langsam von mir. So. Und wunderbar. 29.000. Na gut. Nicht sonderlich viel eingenommen, aber wir haben 30 Herzen. Beziehungsweise 30 Reputationen. Wir könnten uns Verkaufsautomaten holen. Das werden wir auch machen. Wo haben wir sie? Die müssten normalerweise hier sein. Genau. Kosten 10.000. Können wir hier hin machen? Dann werden wir direkt mal 2 Stück davon bauen. Oh, ich denke, nein, noch eins können wir leider nicht. Das kostet dann zu viel. So viel Geld haben wir leider nicht. Wir könnten rein theoretisch auch mal einen Kredit aufnehmen. Ah, gucken wir mal. Was nehmen wir? Wir nehmen mal die 500.000. Dann können wir ordentlich investieren in unser schönes Gebäude. Dann werden wir erstmal wieder einen Flur bauen hier. Zack. Wunderbar. Man kann auch, man muss das nicht unbedingt hier immer gleich machen. Man könnte auch hier ein bisschen kleiner machen oder so. Also ist alles im Bereich des Möglichen. Aber ich denke, das ist eigentlich so in Ordnung. So. Dann werden wir auch direkt erstmal hier Verkaufsautomaten wieder hinstellen. Dann müssen wir schauen, was wir hier oben hin machen. Werden wir mal gucken. Wir könnten rein theoretisch auch diese Dinger wieder abreißen und die dann hier oben hinstellen und hier unten nur Cafés reinstellen. Wäre rein theoretisch möglich. So. Na, kommen auf jeden Fall sehr, sehr viele Kunden. Sehr schön. Oder haben wir wieder solch ein Symbol? Sehr schön. Haben wir wieder aufgewertet. Ja, das sind aber viele Kunden. Hier dieses Symbol will ich. Zack. Und suddenly war die Musik einfach mal kurz weg. Irgendwie. So. Und es kommen noch weitere. Sehr schön. Können wir wieder aufwerten. Das ist eine gute Sache. So, schauen wir mal. Verkaufen. Verkaufen. Oh, da haben wir noch einen Kunden. So. Die Verkaufsautomaten, ja, die machen gute Absätze, weil ist klar, die haben ja ein bisschen mehr als sonst. Wir könnten hier voll alles voll machen mit Verkaufsautomaten. Wir könnten natürlich auch so machen, dass wir hier das hier so gleich machen, dass die Leute, wo hierher kommen, auch dann direkt hochfahren können. Machen wir mal so. Na so, und dann machen wir dort auch die Verkaufsautomaten. So. Dann hätten wir das gleich. Und zack. Wunderbar. Könnten wir hier eigentlich noch einen Kuchenshop machen? Wir schauen mal, ob wir da noch irgendetwas holen können. Ja, das ist einfach viel zu teuer. Wir könnten natürlich Geld jetzt investieren, aber ich weiß ja nicht. So. Nee, alles hat 40. Hier, solche Sachen sind ziemlich gut, solche ja, Areale, sage ich mal so, wo man sich etwas hinsetzen kann, ein bisschen ausruhen. Das kommt bei den Kunden sehr gut an und zieht auch sehr viele Leute in die Mall rein. Aber auch die anderen Sachen sind nicht schlecht. Wir schauen mal jetzt erstmal, wie das hier ablaufen wird. Ah, ich vermute eigentlich gut. Also die gehen jetzt hier und dann so, okay. Warum nicht? So.
Man muss halt eben, später wird es dann halt immer schwieriger, weil dann immer mehr von diesen Symbolen da sind und dann muss man hier schnell draufklicken und sonst was. Weil sonst verschwinden sie ja und dann kriegt man nicht immer das, was man möchte an Geld. So. Aber momentan am Anfang hält es sich immer noch schön im Rahmen, also da kann man sich nicht beschweren. Ist halt eine Mischung aus Klicker und Wirtschaftssimulation, würde ich jetzt mal sagen. Und für 3,99 € kann man nichts sagen. So. Vor allem ist es auch das, soweit ich weiß, das erste Spiel von diesem Entwicklerstudio Games++. Von daher haben sie gar nicht mal so schlechte Arbeit geleistet. So. Also jetzt wird erstmal wieder alles blockiert, weil hier diese Erfolge jetzt erstmal hier schön eingeblendet werden. Die seht ihr natürlich nicht, weil das Aufnahmegerät das nicht mit aufnimmt. Aber das ist ja kein Problem. Sollte normalerweise alles gut verkauft worden sein. Oh, wir kriegen sogar noch mal ein Upgrade. Sehr schön. Wunderbar. Schauen wir mal. So. Jetzt weiß ich nicht, ob da was ist, weil jetzt hier wieder eine Errungenschaft ist. Wahrscheinlich ist es jetzt schon abgelaufen, ja. Weiß ich nicht, ob da jetzt was war. Naja. So. Aber wir haben es schon, ja, verkackt in dem Sinne, weil eben nochmal jetzt alles wieder aufgefüllt worden ist und deswegen wir kein Geld mehr kriegen können. So, dann schauen wir mal. Was könnten wir holen? Ja, Bar wäre natürlich sehr billig, was die Herzen angeht. Wir werden mal diese Rest Area holen und dann auch die Bar. Können wir dann relativ bald dann hoffentlich einsetzen. Die können wir dann, ich denke, hier ist eine gute Stelle, das zu machen. So. Jetzt kommt natürlich hier alles Mögliche. Ja, da sind schon einige verschwunden. Super. So. Lass mal das wieder ein bisschen aufstellen. Können wir die Bar schon holen? Nein, 350.000, ja. Habe ich doch recht in Erinnerung gehabt. So. Die haben hier auch irgendwie so eine Benutzerlimit. Ist ein bisschen komisch, aber was soll's. Das heißt, das sollte auch 40 Leute anziehen. Ist, denke ich, nicht verkehrt. So. Ja, wir haben jetzt insgesamt 300 Kunden. Das hat da gestanden jetzt hier wieder bei der Errungenschaft. Ist auch ziemlich gut. So viel hatte ich jetzt bisher jetzt noch nicht, sonst hätte ich ja keine Errungenschaft bekommen. Gut, ich habe es jetzt auch nicht sonderlich viel gespielt, weil ich jetzt ja auch nicht mir alles vorweg wegnehmen wollte, so in dem Sinne. Aber ja, ziehen ordentlich Massen an, das ist schon mal eine gute Sache. Also ich denke, das Spielprinzip hat sich jetzt gut von selbst erklärt. Man versucht hier das immer weiter auszubauen, um so mehr Kunden zu bekommen und dann versucht man halt eben seinen Profit zu maximieren, indem man auf die verschiedenen Dinge klickt. Ja, wir haben natürlich jetzt wieder mal, also, ja, na, wobei. Ja doch, wir haben wieder verkackt, weil wir nicht rechtzeitig hier drauf geklickt haben. Also daran muss man denken. Aber wie gesagt, das Spielprinzip ist eigentlich relativ einfach. Und wen das interessiert, der kann sich das Spiel dann gerne kaufen für 3,99 € auf Steam. Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir diese Folge mal. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem anderen Video dann wieder dabei seid. Das war's von eurem Grumpass Bambus.